Und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Ich drücke mal irgendwelche Tastenkombinationen hier im OBS. Eieieiei. Egal, hoffentlich stimmt da noch alles. Aber stimmt noch alles. Stimmt mein Mikrofon? Ja, Mikrofon stimmt. Okidoki. Dann ja, let's go mit der Mic-Test. So. Und einmal Vollbild. Jawohl. Oh, wir haben Money bekommen, wir haben Cash bekommen. Oder hat wahrscheinlich das Feld dabei? Kann auch sein. Damit. So, wo waren wir? Genau, wir waren gerade dabei. Die Treppe hier ist komplett. Hier fehlt jetzt nur noch das Gitter. Da müssen wir mal kurz gucken, ganz kurz gucken, wie haben wir das jetzt genau gemacht? Wir haben hier 3, 3, 3, 3, 3, wobei das hier so ein komisches Ding ist. Das heißt, da haben wir schon 1, 2, 9, 12, 14. Dann haben wir hier nochmal 4, nee, 6. Also insgesamt 20. Wow. Und plus das Ding da. Okay, wir brauchen noch ein bisschen. Mache ich gerade. Egal. Dahin. 20. Und dann brauchen wir noch mal zwei. Ah, verdammt, wir hatten noch zwei. Fuck die Henne. Naja, egal. Dann ist es halt so. Was soll's. So. Dann sind endlich alle Etagen erreichbar. Yay! Ist doch easy. So. Hier kommt der Katastrophendingsabums da. Wir müssen erstmal so drehen. Genau. Und jetzt können wir den. Können wir nicht. So. Leg mich doch. Ah, fast. Ja, so ist richtig. Habe ich hier natürlich irgendwas verdreht. Achso, das war ein ganzer Block. Na gut. So, da können wir jetzt einfach ransetzen. Weitestgehend. Du nach da, du nach da, du nach da, du nach da. Kopieren wir am besten einfach mal. Und dann du nach da. Du nach da. Da. Oh, verdammt. Da, da und da. Die sind etwas falsch. Warum sind das so viel Papier? Naja. So. Da, da. Und da. Und dann noch einmal. Da und da. Das sieht auch korrekt aus. Und jetzt fehlen hier noch 6 Stück. Da. Kopieren. Einfügen. 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 Und einfügen. Das sieht korrekt aus. Das sieht gut aus. Achso, wisst ihr, wir brauchen ja hier auch noch Geländer, ne? Die Frage ist, wie machen wir? Hier wird wahrscheinlich eine Wand hinkommen. Logischerweise. Hier. Da müssen wir gucken, wenn wir hier oben das Ding eingerichtet haben. Und wissen, wo hier welche Mauer stehen, wo wir dann hier Geländer hinmachen müssen und wo nicht. Aber hier unten. Passt auf jeden Fall erstmal. Das ist doch nice. So, Treppe in den Keller geht auch. Ja, was wir hier machen? Eigentlich rein theoretisch könnten wir doch hier auch solche Bars hinmachen, ne? Wobei, nee, hätte ich auch schon gerne richtig richtige Fenster. Wir brauchen sowieso noch eine ganze Menge Fenster für die ganze, für, ja, die ganzen Löcher da. Da zum Beispiel. Und hier alle Löcher. Muss ja alles verglast werden. Auch wenn ich noch nicht genau weiß, was für ein Glas. Ich schätze mal Obsidian-Glas, weil es einfach am besten aussieht. Ich hoffe nur, der schwarze Rahmen von dem Obsidian-Glas passt nicht mit dem sonst so weißen Design. Das war ein bisschen sehr schade.
So, dann würde ich mal sagen, als allererstes reißen wir hier den gesamten Boden raus. Das gehört noch dazu. Das ist also Wand. So. Und hier kommt jetzt auch noch mal richtiger Fußboden rein. Brauche jetzt mal die Blöcke. Doink. So. Das ganze Zeug erstmal da rein. Werkzeuge. Wollen wir Werkzeuge? Was haben wir auch hier? Dann kommt das auch erstmal alles hier rein. Was wir brauchen, ist das, 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 das und das. Achso, wir es gleich ein bisschen gleich in der richtigen Reihenfolge. Rot, Gelb, Grün, Cyan, Blau, Magenta. Gut, die Kirschroten brauchen wir eigentlich gar nicht, aber egal. Ich habe schon wieder Hunger, as fuck, boy. Oh, Mini-Schäfchen. Cute. So. Rot. Müsste dann kommen. Dann kommt, dann kommt, dann kommt, dann kommt, dann kommt und dann kommt. Ja, da brauchen wir wohl noch ein paar. So, gelb. Dahin, dahin. Ist das richtig? Ja, doch, müsste richtig sein. Da, 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 da und da. Und auch alle. Grün. Ja, sieht zumindest alles richtig aus, wenn man hier so die Linien vervollständigt. Alles korrekt aus. Ja, wir brauchen noch eine Menge. So. Ups. Ich schätze, wir brauchen von jeder Farbe noch mindestens 8 Stück. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, naja, eher 9. Und manche sogar 10. Ey, was kommt hier eigentlich? Warte mal kurz, warte mal kurz. Warte. Wenn Rot hier zu Ende ist. Ja, eben Rot müsste ja hier wieder rauskommen. Das heißt, wo brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Gut, bei Rot brauchen wir nur 8. Bei Gelb brauchen wir nur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, auch 8. Ja, ich mach mal von jedem 8 Stück. Das klingt erstmal realistisch. So, haben wir irgendwas hier? Außer Holz haben wir gar nichts hier. Das ist ja nicht so geil. Gut. Dann fahren wir mal heim. Warum haben wir nie die Lore dabei? Was ist denn los hier? Verdammt. Hängt die schon wieder hier am Baum? Ja. Beim Emanzipan. Oh, ich war jetzt ein paar Stunden, 1, 2, 3, irgendwie so 4 Stunden nicht mehr on. Mal gucken, wie viel Eisen derzeit zusammengekommen ist. Lol.
Dass es immer noch da rumtont, ey. Schlimm. Also da diese kleine Fläche, da ist immer irgendwas, was nicht geladen ist. Ich weiß nicht, warum das so ist. Tja. Also eigentlich kann man die auch wieder einfärben, ne? Müsste ja, glaube ich, funktionieren. Man kann ja, glaube ich, alle einfärben. Ich glaube, ich mache einfach ein paar von diesen weißen Dingern, mache ein bisschen Farbe und dann nehme ich einfach beides mit zur Baustelle und dann gucken wir mal, was wir da jeweils brauchen. On the fly. Ja, kann man eigentlich auch welche bemalen, die schon platziert, also dass man quasi einfach mit der Farbe auf Blöcke draufhaut und dann welche bemalen kann, die schon platziert. Obwohl, dafür brauchst du ja, glaube ich, diese Pistole, ne? Diese komische, das Ding hier. Mit dem kannst du, glaube ich, dann auch platzierte Blöcke übermalen. Rem. Wenn du mit einem E geschrieben werden würdest, hätte ich mich jetzt gefreut. Aber so bist du einfach weg für mich. Du bist nicht mehr existent. Ja. Hui. Tja, ich könnte ja mal. Eigentlich kann man. Also, habe ich mal auf dem privaten Server gemacht. Diese Card-Mod umgeschrieben. Und in der Card-Mod ist nämlich auch einfach als Wert definiert. Also, ne, bei jeder gelben Linie wird das Ding einfach beschleunigt und beschleunigt und beschleunigt. Oder auch wenn das Ding mit der Hand anhaust, wird das Ding beschleunigt. Und in der Quellcode-Datei ist aber halt ein Maximalwert eingetragen. Und wenn er den erreicht, wird halt nicht mehr schneller. Und ja, bei der Singleplayer-Welt, da habe ich dann einfach mal die Mod ein bisschen modifiziert. Ich glaube, der Wert ist schaltmäßig auf 7 Meter pro Sekunde. Und ich habe einfach noch eine 0 rangehangen und auf 70 erhöht. Und das Ding abgehangen wie Schmiedskatze. Wenn du es zu schnell machst, dann wirst du immer wieder zurückgesetzt. Scheinbar, weil irgendwie der Anti-Cheat greift. Obwohl ich den Anti-Cheat deaktiviert habe. Ja, aber ich wurde dann trotzdem immer wieder zurückgesetzt. Also zu hoch kann man den Wert nicht machen. Aber ja. So. Gucken wir mal, was hier mittlerweile zusammenkommt. Bis in 4 Stunden. Oh, 300. 314. Wow, ist ja Pi. 3,14. Interessant. So, wir brauchen eine Menge Farbe. Wir haben genau keine Menge Farbe. Also, siehst du, wir brauchen eine Menge Weiß für die Fenster. Oh, die Fenster sind auch nochmal so ein Spaßfaktor. Ich meine, ein paar Fenster haben wir noch, wenn wir die machen wollen. Ich glaube, wir machen doch eher Obsidian-Dinger. Weil hier passt das schön mit diesen weißen Fenstern, aber das ist halt einfach zu viel weiß. Also irgendwie brauchen wir doch ein bisschen Kontrast. Oh. Ich würde dann wahrscheinlich schon das Obsidian-Glas nutzen. Und ganz ehrlich, Obsidian haben wir noch massig. Massig. Was ist das denn hier? Ich glaube ja. Oh, man, also wirklich einfach nur Vian Glas. Okay. Oh, da haben wir sogar noch eine ganze Menge von. Wow. Alter, wir haben so viel Obsidian. Holy shit. Haben wir auch noch Obsidian Glas Panels? Achso, nee, haben wir nicht. Nee. Schade. Ah, doch, haben wir.
Hey, warum haben wir hier Türen drinne und hier eine Tür drinne? Das macht ja gar keinen Sinn. Was macht denn so einen Scheiß? Genau, das ist das aus der Säge, das brauchen wir aber nicht, weil das wäre dann nicht mittig, sondern das wäre dann halt außen oder innen. Ich würde es aber schon mittig gerne haben. Ja, müsste ja schon fast reichen für alles. So, jetzt brauchen wir eine Menge Farbe. Wie war denn das nochmal? Mit dem Wood. Genau, aus einem, für einen Block brauchst du einmal Farbe. Okay. Das heißt, wenn wir alles 8-mal brauchen, brauchen wir alles 16-mal. Das heißt, wir brauchen 16-mal jede Farbe. Was haben wir? Was haben wir denn da? Wir haben ein bisschen grün, bisschen rot. Das reicht beides bei Welten nicht aus. Ich nehme also mal hier eine Menge Blau mit. Ah, Weiß brauchen wir nicht. Wir nehmen Obsidianglas. Aber Blau nehmen wir eine Menge mit. Ja, Rot hat sich jetzt noch nicht so sehr verbreitet hier drin. Ne? Das wächst irgendwie nicht wirklich. Ja, da vorne ist ein bisschen was, aber. Na komm, eine können wir hier lassen. So, dann schauen wir mal, ob da hinten ein paar Rotpflanzen gewachsen sind. Da haben wir ein paar viele ausgesät. Nein, ist ja gar nichts gewachsen. Ah. Aber wahrscheinlich, weil wir halt hier nie vor Ort waren, ne? Und dementsprechend. Ich hatte gehofft, dass wenn man eine Weile nicht hier ist oder wieder hingeht, dass er mit einmal ein bisschen sprunghaft wächst oder so, aber dem ist wohl nicht so. Verdammt. Ich brauche roten Farbstoff. Wo kriegt man noch roten Farbstoff her? Gibt es noch irgendeine andere Alternative, die ich bisher einfach übersehen habe? Ah, tatsächlich. Gut, da kriegt man einmal rot. Wow. Wow, das ist aber. Rote Pflanze ist wirklich am ergiebigsten. Die bringen hier mal gar nichts. Ich meine, das ist ein schöner Backup-Plan, ja, aber. Da kriegst du ja Farbe. Warum kriegst du ja immer nur einmal Farbe raus? So Bullshit. Was soll denn der Scheiß? Amanakolm. Mal schauen, ob wir von einem von den beiden massig haben. Ich glaube, von Roter Beete dürfte man ein bisschen was haben. Ja, wow, doch, sie schielen wohl eine ganze Menge. Gut, dann nehmen wir mal. Das ist schon echt hart Verschwendung. Eieieiei. Das alles nicht so geil, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Extrakten kann ich garantiert nicht, ne? Wenn ich das hier reinschmeiße. Ne, achso. Ne. Ach, Mann, ey. Das hätte es ja hier in der Liste mit auftauchen müssen, ne? Wenn man es hätte machen können. Aber ne, ist wirklich nur mit Fertigen. Ich sag's ja, wir bräuchten eigentlich irgendwie so eine Beete, wo wir das Zeug wirklich fördern können. Die Frage ist nur, wo? Bräuchten wir irgendwo eine große, große Fläche, wo wir 8, ja, kleinere Flächen anlegen können? Jeweils für eine Blume. Ich glaube, ich mache es anders. Ja, ich mache es anders. Wir machen einmal Kahlschlag. Wir entfernen einmal alle Blumen, die wir hier in unserer Nähe haben.
Und machen dann hier bei uns Kisten rein, wollen wir ein paar Blumen andings dann. Und die Blumen, die wir am wenigsten haben, die sehen wir dann aus, dass sie sich dann vermehren können. Ich glaube, ansonsten kommen wir hier nicht. Geht das nicht noch schneller? Mal kurz. Blumen geht da, glaube ich, relativ schnell mit dem Messer, ne? Irgendwie so war das doch. Nee, auch nicht. Oh, wir haben jetzt schon mal zwei rote, die können hier bleiben. Alternativ könnte man natürlich auch einfach irgendwo mit Bone Meal irgendwelches Gras einfach. Wow! Wir haben neue Haustiere. Der Schnieke. Können wir natürlich auch einfach mit Bone Meal irgendwo, ja, random drauf rumkloppen, solange bis wir genug Brote und Blumen beisammen haben. Aber ich finde auch das nicht wirklich zielführend. Das ist alles so. Oh. Entschuldigung. Haben wir haufenweise von diesen komischen Dingern, die einfach, wo da einfach nur so eine Stöcke rumstehen. Oh, hier ist eine gewachsen. Schon wieder dunkel hier, ey. Ah, ne, lass mal stehen. Damit diese Grasfläche hier unsere offizielle Zuchtfläche. Hier müssen wir häufig genug in der Nähe sein, von dass hier ein bisschen was wächst. Na, kommen wir relativ schnell voran. Schon die erste Hälfte. Naja, erste Drittel. Schon frei. Easy. Ich kann mal kurz pennen gehen hier. Hi, bist ja wieder hier, Ronix. Willkommen im YouTube-Livestream. Ah. Hallo, Livestream. Oh. Ja, klar. Warum antworte ich überhaupt noch? Immer wenn ich auf irgendwas antworte, ist die Person gerade dann kurz davor weg. Das ist so bescheuert. Ich hasse mein Leben. So, erstmal hier rundherum auch die ganzen Pflanzen entfernen. Sonst verbreiten die sich wieder ins Feld rein. Das hätte überhaupt nicht Sinn. Wow. Überhaupt nicht zielführend. Ach, ich glaube, ich weiß, warum das hier so extrem ist. Ich hatte ja mal eingestellt, dass sich Blumen wesentlich häufiger verbreiten können. Ne? Wahrscheinlich hat sich in dem Zeitpunkt halt dann alles ausgewuchert und deswegen wächst jetzt nichts mehr. Weil eben irgendwie war ja das auch aufgrund dessen, dass überall so viel Gras ist, die Blumen sich nicht mehr so sehr verbreiten wollen. Und ja, da hat es dann ein bisschen nachgeholfen gehabt. Ja. War dann wohl vielleicht doch keine so gute Idee. Ist ein bisschen unkontrolliert geworden. So, hier die Blumen dürften eigentlich nicht stören. Die dürften weit genug weg sein, hoffe ich mal. Aber ich will jetzt hier nicht alle Blumen klauen. Sieht ja auch traurig aus. Siehst du? Die Blumen können wir jetzt auch abbauen, wie gesagt, bringt ja auch nichts. Ich lasse nur so ein paar vereinzelte, lasse ich mal stehen. In der Hoffnung, dass es doch irgendwie was bringt.
Auch wenn ich nicht wirklich Hoffnung habe. Was ist denn da los? Egal. Ja, weil es irgendwie cool, wenn es so richtige Blumenbeete gibt, wo man wirklich richtige Pflanzen kultivieren kann. Ne? Aber das Problem ist halt, wie gesagt, entweder stellst du den Wert relativ niedrig ein, dann hast du halt das Problem, dass halt überall so viele Pflanzen sind, dass halt die Blumen nicht mehr wachsen. Oder du stellst den Wert sehr hoch ein, aber dann hast du halt so eine Massenkolonienbildung. Schwierig. Ja, ich glaube, Orange haben wir auch kultivieren, haben wir auch kaum welche von. Oh nein. Verdammt. Sieht doch ganz gut aus. Ja, siehst du, massig weiß. Da kennt man es aber auch nicht so viele. Gelb und weiß und blau, da haben wir halt am massig von. Okay, und auch Orolida. Ja, da hatten wir auch teilweise richtige Cluster von. Wie machen wir jetzt am dümmsten? Also machen wir eine Folgenpause. Bis dann.